Die Folgen der Pandemie beschäftigen weiterhin auch den Bundesgerichtshof. Heute ging es um die Klage eines Berufsmusikers. Er wollte Entschädigung vom Land Baden-Württemberg haben, denn das Land hat in der Zeit von März bis Juli 2020 Auftrittsverbote und Beschränkungen erlassen. Seine Klage hatte allerdings keinen Erfolg. Wir zeigen Ihnen nun die komplette Urteilsverkündung. Es spricht der Vorsitzende des 3. Zivilsenats, Ulrich Herrmann. So, nehmen Sie bitte noch mal Platz. Aus kameratechnischen Gründen müssen wir noch ein Momentchen sitzen bleiben. So, dann verkünde ich in dem Rechtsstreit Kilger gegen Land Baden-Württemberg im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Revision des Klägers gegen das Urteil des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 23. Februar 2022 wird zurückgewiesen. Der Kläger hat die Kosten des Revisionsrechtszugs zu tragen. Ferner ergeht folgender Beschluss. Der Streitwert des Revisionsrechtszugs wird auf 8.326,48 € festgesetzt. Nehmen Sie bitte Platz. Zu dieser Entscheidung haben uns die folgenden knapp gefassten Erwägungen veranlasst. Der in Bayern ansässige Kläger betreibt ein Musik- und Filmproduktionsunternehmen und ist Leiter einer Musikgruppe. Seine Aufträge bestehen zu mehr als 90% aus Live-Auftritten. Er begehrt von dem beklagten Land Baden-Württemberg Entschädigung für Einnahmeausfälle, die seinen Angaben zufolge ihm im Zeitraum von März bis Juli 2020 entstanden sind, weil er und seine Musikgruppe aufgrund von staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus und der dadurch verursachten Covid-19-Krankheit nicht auf Veranstaltungen habe auftreten können. Der Hintergrund ist folgender. Das beklagte Land erließ ab dem 17. März 2020 sukzessive mehrere Verordnungen zur Bekämpfung des Coronavirus. Das zunächst angeordnete generelle Verbot von Versammlungen und Veranstaltungen wurde in der Folgezeit immer wieder gelockert. Ab dem 1. Juni 2020 waren unter Einhaltung bestimmter Schutzvorkehrungen und Hygienemaßnahmen wieder Kulturveranstaltungen jeglicher Art mit unter 100 Teilnehmern gestattet. Und ab dem 1. Juli 2020 waren bei Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen sowie einem vorab festgelegten Programm bis zu 250 Teilnehmer zulässig. Das Landgericht hat die auf Zahlung von gut 8.300 € gerichtete Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers ist vor dem Oberlandesgericht erfolglos geblieben. Die dagegen gerichtete Revision des Klägers ist unbegründet, wie Sie dem soeben verkündeten Urteilstenor entnehmen konnten. Im Revisionsverfahren hat der Kläger in erster Linie einen Entschädigungsanspruch nach dem richterrechtlichen Haftungsinstitut des enteignungsgleichen Eingriffs weiterverfolgt. Ein Entschädigungsanspruch auf dieser Grundlage setzt voraus, dass rechtswidrig in eine durch Artikel 14 Absatz 1 geschützte Rechtsposition von hoher Hand unmittelbar eingegriffen wird. Weiterhin muss dem Berechtigten dadurch ein besonderes, anderen nicht zugemutetes Opfer für die Allgemeinheit auferlegt werden. Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Die in den Corona-Verordnungen des beklagten Landes angeordneten Veranstaltungsverbote und Beschränkungen waren nicht rechtswidrig. Durch diese Verbote und Beschränkungen wurde zwar, anders als das Berufungsgericht es gemeint hat, in den Gewerbebetrieb des Klägers als Eigentum im Sinne von Artikel 14 des Grundgesetzes eingegriffen. Denn es war dem Kläger vorübergehend verwehrt bzw. nur im eingeschränkten Maße möglich, die vorhandenen Betriebsmittel bestimmungsgemäß zu nutzen. Nach seinem revisionsrechtlich zu unterstellenden Vortrag hatte er auch vertraglich vereinbarte Auftrittsmöglichkeiten nicht mehr wahrnehmen können. Die angeordneten Maßnahmen waren jedoch verhältnismäßig. Sie dienten einem verfassungsrechtlich legitimen Zweck, nämlich dem Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung, mithin dem Schutz höchstrangiger Rechtsgüter.
Seinerzeit stiegen einerseits die Infektionszahlen und Todesfälle exponentiell und andererseits gab es noch keine Impfstoffe oder wirksame Medikamente. Deshalb waren die Kontaktbeschränkungen durch die Reduzierung zwischenmenschlicher Begegnungen, insbesondere nach den Lageberichten des zu dieser Beurteilung berufenen Robert-Koch-Instituts, geeignet und erforderlich, um das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und damit einhergehend die Überlastung des Gesundheitssystems, wie sie in anderen Staaten der Europäischen Union ja bereits eingetreten war, zu verhindern. Mit dem vorrangigen Ziel schnellstmöglicher und umfassender Kontaktbeschränkungen war eine differenzierende Übergangs- und Ausnahmeregelung entgegen der Ansicht des Klägers nicht zu vereinbaren. Die von dem beklagten Land in der Zeit von März bis Juli 2020 angeordneten Veranstaltungsverbote und Beschränkungen waren auch verhältnismäßig im engeren Sinn. Die öffentliche Hand hat für den zu beurteilenden Zeitraum einen verfassungsgemäßen Ausgleich zwischen der Grundrechtsbeeinträchtigung unter anderem des Klägers und dem mit dem Veranstaltungsverbot verfolgten Schutz besonders bedeutsamer Gemeinwohlbelange gefunden. Die angeordneten Maßnahmen, also auch das Veranstaltungsverbot, waren von Anfang an zeitlich befristet. Der Verordnungsgeber hatte von vornherein eine Ausstiegsstrategie im Blick und verfolgte ein stufenweises Öffnungskonzept. Eine weitere Abmilderung des Eingriffs in Artikel 14 Absatz 1 bewirkten großzügige staatliche Hilfsprogramme. Darunter fiel die vom Bundeskabinett am 23. März 2020 beschlossene Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige, die ab dem 25. März zur Verfügung stand. In deren Rahmen konnten durch die Corona-Pandemie in existenzbedrohende wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Unternehmen mit bis zu 5 Beschäftigten eine finanzielle Unterstützung von bis zu 9.000 Euro erhalten. Dies führte zum Beispiel in Baden-Württemberg zu mehr als 240.000 Bewilligungen mit einem Gesamtvolumen von über 2 Milliarden Euro. Hinzu kamen finanzielle Leistungen des Freistaats Bayern, die dieser dort ansässigen Unternehmen, Solo-Selbstständigen und Angehörigen freier Berufe zwischen 5.000 und 50.000 Euro gewährte, was auch dem Kläger, dessen Firmensitz ja in Bayern liegt, zur Verfügung stand. Schließlich war der Gesetzgeber auch nicht verpflichtet, verfassungsrechtlich nicht verpflichtet, für Belastungen, wie sie für den Kläger mit den Veranstaltungsverboten und Beschränkungen liegenden Inhalts- und Schrankenbestimmungen im Sinne des Artikels 14 Absatz 1 einhergingen, Ausgleichsansprüche zu regeln. Der Zeitraum, in dem sich das von dem beklagten Land angeordnete Veranstaltungsverbot für den Kläger faktisch wie eine Betriebsuntersagung auswirkte, betrug lediglich 2,5 Monate. Danach war es ihm im eingeschränkten Umfang wieder möglich, die von ihm angebotenen Dienstleistungen zu erbringen. Ein solcher Zeitraum war unter Berücksichtigung des dem Betriebsinhaber grundsätzlich treffenden Unternehmerrisikos, das ihm der Staat, das heißt letztlich ja der Steuerzahler, nicht umfassend abnehmen kann, für den Gewerbebetrieb des Klägers nicht unzumutbar. Ja, soweit die Kurzfassung. Es gibt eine Pressemitteilung, die gleich noch verteilt wird und weitere Einzelheiten können Sie natürlich dann dem Urteil entnehmen, sobald es veröffentlicht ist. Damit schließe ich die heutige Sitzung des Dritten Zivilsenats. Thank you.